Gerade wenn ich kurz vom Ziel bin. Naja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir jetzt mindestens ein bis zwei Level machen. Oder eineinhalb. Eineinhalb wären auch gut. Dann mit Stufensteigerung. Und dann noch 50 und dann einmal die kompletten Klassenquests durchpowern. Weil dann will ich wirklich Klassenquest machen, wenn wir 50 sind. Dann wird das in 1 durchgezogen. Okay. Wir haben ein Mini-Hühnchen. So, als erstes das Bienchen. Oh, nice. Glaub, der Heiler hat so nichts von Spontanität gehört. Ich bin schneller, wenn ich das so mache. Schneller mit. Und ich habe keinen Debuff. Da fahre ich besser mit. Nichts gegen den Heiler. Aber ich mache das ja immer so. Wie lange will sie denn das zaubern, wenn du Spontanität nicht nutzt? Wobei, vielleicht hat sie es für was anderes vorher noch genutzt, das weiß ich nicht. Und dann, wenn es schneller geht.
Schon wieder Not. Nur durch was ist es diesmal geschehen? Ich frage mich gerade ernsthaft, wodurch ist er gestorben? Okay, was alles Englisch. So ein Level schaffe ich auf jeden Fall. Ach, das sind wieder solche Spezialisten, die einfach durchrennen. Oh. Ich hasse es. Ich hasse es einfach nur. Ich hasse solche Spezialisten. Nee. Mann. Jetzt nochmal weiterhin oder was? Oh Leute. So, wie lange willst du den Stein jetzt noch hinter dir herziehen? Ich habe Leute, die diese Indie richtig laufen. Ich sag mir immer, ich glaube, sie wissen einfach nicht, dass man da die Türen öffnen. Ja, es geht auch ohne. Wobei das seltsam ist, wir hatten noch mal eine Gruppe, wo es nicht ging. Weil wir tatsächlich so drauf mussten. Obwohl wir nichts aufgehoben hatten. Oh. Ich werde übrigens als Tank mal angekackt, wenn ich das mache. Jedes Mal werde ich dafür angekackt. Haben Sie Probleme mit der Heilung gehabt? Autsch. Leider mal zu vereinfachen. So, aber ich habe meinen 48. Den 48 habe ich schon mal. Nichts dran, was ich gebrauchen kann. Ja, da müsst ihr nicht lang. Boah, wie sie einfach alle den Bogen machen. Alle. Wie die Lemminge. Alle da rein. Ich finde das irgendwie niedlich. Nee. Okay. Hm.
Der lag da nicht richtig drauf. Na komm. Ja gut, das ist so schwierig, den rechts zu platzieren. Die einzige, die da wie so von der Tarantel gestochen rumläuft. Dir. Irgendwas habe ich noch Akku? Ah, jetzt nicht mehr. Sehr gut. Wo war die Leute immer schnell? Das war falsch verklickt. Also, falsch verklickt. Wollte ich jetzt eigentlich nichts machen. Wie ich die einschätze, rennen sie wahrscheinlich rein. Ja. Sie rennen rein. Ja, ich guck mir das so schön an. Ist ja deren Pech, wenn sie vorrennen. Ich könnte jetzt einfach draußen stehen bleiben. Ich hasse Menschen, die einfach vorrennen. Komm. Die achten halt doch einfach nicht drauf, ne? Egal, ob noch jemand guckt. Jetzt, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, wenn ich jetzt der Heiler gewesen wäre. Und die dann draufgegangen wären. Ich meine, die. Das Ding hatte ich schon öfters. Von daher. Frag mich immer, was die Leute denn denken. Wollen wir eine höhere Stufe hat? Und manche Sachen noch nicht kennt? Dass man alles kennt. So rum muss ich das sagen. Das ergibt keinen Sinn. So, das ist der Knutti halt gar noch. Nein, die Dinger nicht. Drauf. Und Level 49, wie es scheint. Ich glaube, ich habe gerade sämtliche Sachen bekommen. Ja. Ohne dass ich gewollt oder dass. So. Oh, ich hasse es. Ich hasse die Menschen, die einfach rausrennen. Oh, I hate it. I hate it.
So, jetzt habe ich eine andere Brille. Oh. Furchtbar. Furchtbar. Level Nummer 40. Wunderbar. Da muss ich hin, da muss ich hin. Bestiarium vollständig. Das heißt, wir haben jetzt 1953. Das geht aber erst, wenn ich dritte Schlangenjüngerin bin. Ja, ich muss zusehen, dass ich den Weißmagier noch hochkriege. Ja, selbst damit kriege ich es nicht mehr. Oder ich gucke, wo ich einen Kampf mit Scher kriege. Das wäre eine Idee. Unterdecks. Ich suche nach dem Kampffisch. Geh auf einen alten Server und suche nach dem Kampffisch. Krieg ich da, glaube ich, noch 500. Wäre auch schon mal wieder ein bisschen mehr. Ach, schade, dass ich das eine Ding dann nicht mit hab. Brauche ich. 4000. So. Weltenreise. Springern ist so eine alte Welt. Warte mal kurz auf Springern. Ja, alles. Beste Wiedergeburt muss ich auch noch machen. Oh, da möchte ich eigentlich immer noch weiter in der Story vorankommen. Kampffisch 4. Wir nehmen einfach mal 4 und die mit. Kann ich wieder eine Heimreise machen? Weltenreise. Und zurück. Oh, schön. Ich mich kenne, bleiben wir ewig hier ran sitzen. Bis 21 Uhr schaffen wir noch einiges an Story, glaube ich. Wobei, wenn ich die Jobs mache. Wir machen uns einfach gleich in die Klassenquest. Dann kriege ich automatisch meine 50. Dann mal gucken.
Okay, mit dem Fisch habe ich dann wohl auch Stufe 50 erreicht. Stufe 51. Okay, also mit dem Fischer kann ich außer Klassenquest erstmal nichts mehr machen. Da ist jetzt erstmal kurz Schicht im Schacht. So, ich bin jetzt bei 2495. Die so kriege ich auch nichts, ne? Nee. Dann würde ich jetzt noch Bonus kriegen. Nee, aber nicht. Klassenquest. Das Schlimmste ist, ich kann da noch nicht mal PvP mit dem Scham machen. Oh. Das ist alles. Das ist wieder schwierig. Ich brauche unbedingt bald die nächste Klasse. Du bist gekommen. Bist du bereit? Dann zeig mir, was du hast. Zeig mir, ob dich deine großartige Kunst vor mir schützen kann. Liegt so. Es ist zwecklos. Ich wusste es. Du kannst mehr, als ich dir gezeigt habe. Luciens Lehren, meine, Silvers, du hast all diese Teilstücke aufgenommen und zu einem umfassenden Ganzen vereint. Deswegen bist du so stark. Ich hatte Unrecht, Aldaria. Weil ich in der Gilde keine Fortschritte machte und voller Neid dein Talent sah, fühlte ich mich ausgegrenzt. Ich dachte, ich könnte nie ganz Teil der Gilde sein. Und da tauchte Pava auf, eine Mondstreunerin wie ich. Eine Gesetzlose, ja, aber unglaublich geschickt mit dem Bogen. Ich sah eine Möglichkeit, deine Fähigkeiten irgendwann zu übertreffen. Und gerade als sie mich aufnehmen wollte, versperrst du mir den Weg. Weil ich dumm genug war, dich zu schützen. In dem Augenblick dachte ich, du hättest mir alles zunichte gemacht, die letzte Heimat genommen. Dabei bist du ja selbst heimatlos. Ich wollte es dir heim sein. Aber noch während unseres Kampfes begann ich zu erkennen. Wenn man den ersten Mut hat, den Blick nach innen zu richten, ist plötzlich alles ganz klar und beschämend. Ich weiß nicht, ob du verstehst. Ich muss dir danken, Aldaria. Ich weiß jetzt, wohin ich gehöre. In die Gilde zu dir und Lucien. Und sogar zu diesem arroganten Erlschatten. Ich habe sogar angefangen, ihn zu vermissen. Njo. Cute. Einfach nur cute. Weiß nicht, ob wir das alles bis 21 Uhr schaffen. Bestiarium mache ich jetzt nicht. Das wird alles gut. Vor allem, ich habe auch nur so viele Dinge. Ich darf auf jeden Fall nicht zu viel Stufensteigerung machen. Nur zurzeit muss ich noch, bis ich meine Ausrüstung tauschen kann. Das heißt, bis ich zweite Schlangenjüngerin bin.
So lange muss ich halt mich noch auf meine Talerchen fixieren, also auch auf die Stufensteigerung. Unbekanntes EOC, ja, ja. Schön. Und dann kann ich erst aufhören, die ganzen Stufensteigerungen zu machen. Ich will ja alles so gut es geht ausnutzen, bis ich 70 bin. Oder 80, besser gesagt. Weil einer nur die 80 erreicht. Gibt's kein Bonus mehr. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja den Bonus auskosten. Damit ich auch meinen ungeliebten Klassen so schnell es geht nach oben kriege. Willkommen zurück. Sag nichts. Lays Augen sprechen Bände. Ich kann mir denken, was passiert ist. Ich habe es schon lange kommen sehen. Es tut mir leid, dass ich dich nicht gewarnt habe. Aber ich war mir sicher, dass du allem gewachsen bist. Wenn man ein einziges Ziel allzu verbissen verfolgt, ist einem irgendwann jeder Weg recht, es zu erreichen. Denk jetzt nicht, dass du dein Talent verbergen solltest, nur um keinen Neid zu erregen. Im Gegenteil, du musst mit leuchtendem Beispiel vorangehen. Zeig den anderen, die den Weg des Bogens beschreiten, dass harte Arbeit an der ganz persönlichen Kampfmethode zum Ziel führt. Und dazu muss man nicht zu Banditen überlaufen. Die kochen nämlich auch nur mit Wasser und schmutzigem noch dazu. Okay, das gibt mehr. Beißender Wind. Und neue Rüstung. Und zu viel EP. Den 12. Dank, dass du hier bist, Adaria. Hilf mir, diesen Dummkopf zur Vernunft zu bringen. Sever, hör mir zu. Du musst zumindest ein paar Leute von der Bruderschaft mitnehmen. Wir haben keine Zeit dafür, Lucien. Verstehst du nicht? Wenn wir diese Chance verpassen, ist Pava über alle Berge. Allein bin ich viel schneller. Ich überrasche die Bande und zwinge sie, mir zu verraten, wo ihre Anführerin ist. Wir alle haben auf diese Gelegenheit gewartet, Sever. Aber sei nicht leichtsinnig. Lass doch zumindest Adaria und mich mitkommen. Eine Streunerin und eine Abenteurerin? Haltet euch da raus, ihr versteht das nicht. Silver! Wir verstehen das sehr gut. Wir wissen auch, was es heißt, seine Heimat und seinen Stolz zu verteidigen. Wie beschämt man ist, wenn man es nicht kann. Gerade kürzlich erst habe ich gelernt, wie wichtig ein ungetrübter Blick ist. Und deiner, Silver, ist es nicht. Wir sind deine Freunde und können dir helfen. Ich habe euch nie als Freunde betrachtet. Wagt es nicht, mir zu folgen. Haha, wenn es unterm Fuß juckt, du aber nicht kratzen kannst. Was für ein schlechter Lügner. Dabei sind wir womöglich sogar seine besten Freunde. Na, wenn er denkt, er könnte uns so davon abhalten, ihm zu folgen, dann hat er sich aber getäuscht. Los, Adaria, wir fangen ihn im Südwald ab. Warum muss ich eigentlich bei jeder Scheiße mitlaufen? Ich werde auch nicht mehr gefragt, ne? Es wird einfach von ausgegangen. Okay. Sie kommt mit. Naja. Diesen Weg Richtung.
Diese Sache ist, hat sich ungünstig entwickelt. Sever, Lei, Adarie, ihr solltet mir doch nicht folgen. Red keinen Unsinn, Herr Schatten. Wir retten hier deinen stolzen Hintern. Daher, wir müssen hier die Stellung halten, um Sever zu beschützen. Alle Himmelsrichtung kommen Sahnen, ey. Wunderbar. Ich habe euch ausdrücklich gesagt, dass ich eure Hilfe weder will noch benötige. Macht euch nichts vor und... Nun hör doch endlich auf. Du machst dir was vor, wie du verlegen wegsiehst, wenn du zu lügen versuchst und den Mund bedeckst. Genau beobachten und die Verhältnismuster des anderen durchschauen. Das habe ich von Lucien gelernt. Und von dir selbst. Komm schon, es ist doch keine Schande, Hilfe anzunehmen. Und ich wäre auch froh, wenn ich deine Hilfe bekommen könnte. Es gibt so viel, was ich noch nicht weiß. Ich möchte von dir lernen, über Gredania und über die Tradition der Erlschatten. Ich schätze, seine Form könnte ich noch etwas aufpolieren. Vielen Dank, Silver. Papas Bande ist schon weitergezogen, aber wir haben noch eine Chance, sie in die Finger zu kriegen. Ich habe eine knöchernde Pfeife, die die Wilderer verwenden, um miteinander zu kommunizieren. Wenn wir ihnen ein Zeichen geben, werden sie darauf hereinfallen und aus ihrem Versteck gekrochen kommen. Deswegen bist du hierher nach Rothaufen gelaufen, um diese Pfeife zu bekommen. Gar nicht so dumm, hm? Hier, Aldaya, du bist dran. Hallo, Schildi. Östlich von Isomhar wurde sie gesichtet, bei einer von Felsen umgebenen Quelle. Pfeift dort nach den Wilderern und das Echo wird den Klang überall hintragen. Keine Sorge, Aldaya. Das wird nicht passieren. Ich gebe dir mein Wort als Weitläufer. Bei dir wird nichts passieren, so. Lady, wie geht's dir? Alles gut? Ich rede immer noch nicht mit dir. Ach, komm schon. Natürlich tust du das. Kannst doch gar nicht anders. Ach komm. So schlimm ist das Ganze doch nun auch nicht. Ich bin doch immer noch da. Nur woanders. Ich bin 3 Klicks entfernt. Ich hoffe, es sind 3. Ich habe meinen Blaumagier auf Level 50. Nice. Ja, der Blaumagier ist das Letzte, was ich machen werde hier. Das Allerletzte. Ich bin ja nicht so der Fan von Blaumagier. Ja, komplett broken. Mhm. Auf der einen Seite denke ich, ja gut, könnte ganz nice sein. Auf der anderen Seite denke ich mir, warum? Warum? Ich will nicht. Ganz gelbe Kombo, womit man Leute ein Eisen kann und dann One-Hitten.
Ja, gut. Warum nicht, ne? Warum nicht? Verdammter Dreck, ich hab's doch geahnt. Haben die alle... Ah, nee. Ich wollte gerade sagen, haben die alle die gleiche Frisur? Manche kapieren es einfach nur auf die harte Tour. Beharrliche Männer liegen dir wohl nicht. Oh, im Gegenteil. Ist doch recht niedlich. Oder was sagt ihr, Schwestern? Wir werden unseren Verehrern und seinen, unserem Verehrer und seinen Freunden zeigen, wie sehr wir ihre Hingabe schätzen. Lass den Spaß beginnen. Boah. Man kann den ganzen Dungeon holen und dann das machen. Ja, gut. Ich gehe mal von außen so als Spaßklasse, ja. Kann das witzig sein. Aber ich weiß nicht. Ich will mir die Arbeit irgendwie einfach nicht machen. Ich will mir diese Arbeit einfach nicht machen. Ich verstehe nur nicht, warum. Warum haben sie stattdessen nicht eine richtige Klasse, die einfach cool ist, gemacht? Nein, machen sie sowas. Man braucht dazu schon andere Leute, ja. Und da, ich glaube, da sehe ich mein Problem, andere Leute. Na gut, ich hätte ja Leute. Wissen sie ja nicht. Ich hätte ja Leute. Ich hätte auch Leute, die ich mag. Aber ich brauche andere Leute. Das ist nur anstrengend. Mal gucken. Erstmal die anderen Klassen und irgendwann in weiter Ferne kommt dann die anderen, der Blaumagier. Ich komme ja irgendwann eh nicht drum herum. Coole Errungenschaften gibt's für den nicht, oder? Also kein besonderes Mount oder Pet oder sowas, oder? Weil das wäre ja vielleicht doch ein Anreiz. Ich habe ja die Errungenschaft von Yuvo die angeguckt, deswegen. Aber nicht, ja, gut. Macht den Reiz etwas geringer. Aber mal gucken. Ich säge ihn zumindest noch nicht komplett ab. Wir schauen ihn uns irgendwann mal an. Wenn die Zeit gekommen ist, der Tag. Nee, nur Titel. Ja, gut. Titel sind langweilig. Es gibt zwar coole, aber nein. Welche Klassenquest war das jetzt eigentlich? Bei welches Level?